Da sind wir wieder hier in Hornwright Industrial in Charleston. Und wir haben da oben ja noch irgendetwas, was wir entdecken können. Ach so, da geht es raus. Moment einmal, aber 16 Meter über uns scheint auch noch was zu sein. Oh, wir haben Durst. Das muss doch nicht sein. Wir haben doch Old Possum. Elf Meter über uns. Oh, wie kommen wir nach oben? Ja, auf der anderen Seite kommen wir irgendwie rauf. Okay, hier wird es wieder nach Appalachia gehen, denke ich. Und ja. Immer noch weiter rauf. Okay, wir nehmen diesmal das Treppenhaus. Noch weiter oben. Und ja, noch weiter oben. Maddox hat es sich gegönnt. Na, das wollen wir doch erstmal rausfinden, ob hier nichts ist. Nichts, nichts. Wo bist du? Ach, der wird oben sein. Oh. Das war nicht viel. Brauchen wir Munition? Ich glaube, nein. Ah, Penelope Hornwright. Ja, gucken wir uns mal an. Dieses Terminal hier. Hornwright Industrial. Aktueller Benutzer Penelope Hornwright. Betriebsleiterin. Wichtiger Termin. 12 Uhr. Mittagessen. Mit Bruce. Mit Bruce G. Archivierte Nachrichten. Huh. Ja, die hat schon etwas mehr hier drin. Archivierte Nachricht vom 30.09.77. Yvette, das mit dem Reporter haben Sie genau richtig gemacht. Solange mein Vater nichts Gegenteiliges sagt, weiß keiner aus der Firma irgendetwas über das Hauptaderprojekt, was näher an der Wahrheit ist, als es mir lieb ist. Aber tun Sie mir einen Gefallen. Geben Sie zur F&E-Abteilung, gehen Sie dorthin und erzählen Sie ihm, was der Reporter Ihnen erzählt hat. Er sollte wissen, was die Leute über sein Projekt sagen. Dafür brauchen Sie aber meine ID. Da Vater weg ist und die oberste Etage ausschließlich für leitende Angestellte freigegeben hat. So bleiben die guten Sachen nur uns vorbehalten. Sie sind oft genug da oben, also sollten Sie sich auch mal bei der Personalabteilung melden, um Ihre ID aktualisieren zu lassen.
Wegen Ihrer Bewerbung, ich bin mir sicher, dass Sie einfach beim Umstieg auf das automatisierte Einstellungssystem verloren gegangen ist. Das aktuelle Passwort für die Personalabteilung lautet BBB Defensiv Defenistrate V7. Reichen Sie Ihren Lebenslauf nochmal ein, dann sorge ich dafür, dass er ganz oben auf den Stapel kommt. Penny. Und die archivierte Nachricht vom 2.10.77. Gregory, kommen Sie in mein Büro, sobald Sie da sind. Anscheinend hat das Beben letzte Nacht irgendeine Ader in Welsh freigelegt. Wir müssen versuchen, die Abbaurechte zu erhalten, bevor sie sich irgendjemand sonst wegschnappt. Penny. Und eine archivierte Nachricht noch vom 2.10. nochmal. Tut mir leid, Papa. Gregory und ich haben versucht, so schnell wie möglich nach Welsh zu kommen, aber AMS war schon vor uns da. Klingt, als wären das Überbleibsel von ihren alten Sprengtests in der Gegend, die unter den Häusern der Leute auftauchen. Da ich weiß, wie AMS arbeitet, bin ich mir sicher, dass sie ein absolutes Chaos anrichten werden. Also, wenn du dich lang genug vom Projekt trennen kannst, um das hier zu lesen, weißt du wenigstens, dass wir es versucht haben. Penny. Und archivierte Nachricht vom 3.10.77. Papa, wenn du das hier überhaupt liest, ich brauche sofort deine Hilfe. Ich weiß nicht, was zum Teufel AMS in Welsh angestellt haben, aber auf jeden Fall haben sie richtig Mist gebaut. Die Stadt ist vollkommen aufgebracht. Und wie ich gehört habe, entwickelt sich das Ganze langsam zu einem offenen Aufstand. Sie demolieren alles, worauf der Name einer Bergbaufirma steht. Der Governor hat bereits die Nationalgarde mobilisiert und ich habe veranlasst, ein paar Subunternehmer nach Mont Blair zu einigen deiner Standorte für Experimente zu schicken. Ich weiß, dass du noch wegen Mama trauerst, aber ich glaube, wir alle würden uns freuen, von dir zu hören. Also bitte, kannst du mir helfen? Und eine Nachricht vom nächsten Tag, dem 4.10.77. Gregory, ich habe gestern mit den verschiedenen Leitern an den Standorten gesprochen. Wir konnten noch keinen Zugang zum Rockhound erhalten, aber die anderen haben sie alle verlassen. Ersten Schätzungen zufolge belaufen sich die Schäden auf Dutzende Millionen und einige Aufständische hindern uns immer noch daran, wieder auf den Bagger zu kommen. Ich brauche ein Treffen aller leitenden Angestellten, und zwar heute. Wenn wir auf dieser Rechnung sitzen bleiben, war es das. Dann ist alles vorbei. Die Aufstände richten sich gegen AMS. Wir müssen nur dafür sorgen, dass das ein Richter auch so sieht. Penny. Und dann nochmal eine archivierte Nachricht vom 12.10.77. Gregory, die Nationalgarde hat endlich die letzten Rebellen vom Rockhound beseitigt. Der Schaden war wesentlich geringer als erwartet, nicht zuletzt deshalb, weil diese Idioten nicht begriffen haben, wie die Zündreaktoren funktionieren. Einer der Vorteile firmeneigener Technologien. Ich will, dass die Reparaturmannschaften in 24-Stunden-Schichten arbeiten, bis alles wieder vollkommen betriebsbereit ist. Jeder Ausfalltag kostet uns Geld. Penny. Aha. Ja, okay, es bleibt alles mehr oder weniger, mehr als weniger, ein Geheimnis. Lederrüstungsarmmod. Umgürtet. Ja, warum drücke ich F5? Ich weiß es noch nicht. Ah, dieser Drücker reagiert nicht auf die Eingabe, okay.
Wir haben also unser Ziel unten am Lift. Da waren wir schon. Gehen wir mal durchs Treppenhaus. Ist das denn wirklich die untere Etage? Nein, auf dieser Etage ist noch irgendetwas zu holen. Aha. Ach. Hier waren wir doch schon erst. Nanu? Hier ist doch nichts. Liegt hier zufällig irgendwo was rum? Nein. Ich meine, hier ist nichts. Vielleicht doch eine Etage tiefer. Nö. Da geht's nur nach oben. Hier geht's nach unten. Aha. Ach so, jetzt geht das. Jetzt dürfen wir hier ran. Passwort korrekt. Ah, ja, richtig. Willkommen, Bewerber, zum Einstellungssystem von Hornwright Industrial. Bitte geben Sie Ihren Lebenslauf für die Analyse an. Oder legen Sie unsere Prüfung für leitende Angestellte ab und erfahren Sie, ob Sie geeignet sind, Teil des Hornwright-Teams zu werden. Hat er noch was? Suche im Firmenarchiv nach dem Lebenslauf eines leitenden Angestellten. Oh, bestehe die Prüfung für leitende Angestellte bei Hornwright. Haben wir uns das alles gemerkt? Aha. Einstellungsprüfung für leitende Angestellte. Willkommen, angehender Bewerber, auf die Chance Ihres Lebens. Anhand der vorliegenden Prüfung werden wir herausfinden, ob Sie das Zeug dazu haben, Teil der als leitende Angestellte von Hornwright Industrial bekannten Elite-Gruppe zu werden. Wenn Sie eine perfekte Punktzahl erreichen, wird Ihnen unser automatisches Einstellungssystem umgehend eine Stelle anbieten. Also, sind Sie bereit, die Prüfung abzulegen, die Ihr Leben verändern wird? Wahrscheinlich schon. Wir gucken uns aber lieber die Notiz nochmal an. Nein. Oder doch? Nein, das war die Riesenkanne. Die haben wir schon. Ach, Bewerbung? Moment. Wo können wir das wohl finden? Nein, nicht doch. Ach. Betriebsanleitung? Nein. Ach, hier. Antwortschlüssel der Prüfung für Leitende. Okay. Okay, 2 oder 3. Also 221 21. Okay. Alles klar. Haben wir uns jetzt alles gemerkt? Prüfung starten. Frage 1. In einem der automatisierten Bauwerke der Firma ist es zu einem Unfall gekommen, der mehrere Leiter das Leben gekostet hat. Wie reagieren Sie darauf? Erstens, ich gebe eine Stellungnahme ab, in der ich den Familien Entschädigung zusichere. 2. Ich mache Agitatoren der hiesigen Gewerkschaft für den Vorfall verantwortlich. Oder 3. Ich rufe ein firmenweites Arbeitsschutzprogramm ins Leben. 2.
Frage 2 von 5. Sie sind in Besitz belastender interner Informationen über einen unserer Konkurrenten gekommen. Was tun Sie damit? Erstens, ich vernichte Sie. Wir können den Konkurrenten auch im fairen Wettbewerb überflügeln. Zweitens, ich erpresse den Konkurrenten, um weitere Informationen zu erhalten. Oder aber drittens, ich lasse sie den Medien zukommen, damit der Aktienkurs des Konkurrenten fällt. Zweitens. Frage 3. Ein hiesiger Politiker verlangt von Ihnen eine beträchtliche Wahlkampfspende als Gegenleistung für Gesetzgebung, die Sie begünstigen würde. Wie reagieren Sie darauf? Erstens, ich versuche belastende Informationen über ihn zu finden, um den Preis zu senken. Zweitens, ich lehne höflich ab, spreche bei dem Politiker seinen mangelnden Respekt vor der Demokratie an. Drittens, ich bringe die Bitte an die Öffentlichkeit, um aufzudecken, wie unehrenhaft der Politiker ist. Oha, was war das denn? Erstens, glaube ich, oder? Ich versuche, belastende Informationen über ihn zu finden, um den Preis zu senken. Frage 4 von 5. Sie haben Drohungen von einer Gruppe erhalten, die über ihre Automatisierungspolitik verärgert ist. Wie gehen Sie vor? Erstens, die Beweismittel der Polizei übergeben, damit diese sich darum kümmert. Zweitens, Ihnen lukrative Arbeitsstellen anbieten, um Ihre wahre Identität herauszufinden. Oder drittens, 24 Stunden Überwachung zu Ihrem Schutz anfordern. Ich denke, zweitens war richtig. Frage 5 von 5. Ihnen wurde eine besser bezahlte Stelle bei einem Konkurrenten in der Region angeboten. Was tun Sie? Erstens, ich gebe die Einzelheiten an Hornwrights erstklassiges firmeninternes Geheimdienstteam weiter. Zweitens, ich nehme die Stelle an, obwohl die Firma mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit minderwertiger ist. Oder drittens, ich nutze das Angebot, um eine besser bezahlte Stelle hier bei Hornwright zu erhalten. No, das war erstens. Ich gebe die Einzelheiten an Hornwrights erstklassiges firmeninternes Geheimdienstteam weiter. Ich bin mir fast sicher, das war's. Prüfung abgeschlossen. Möchten Sie Ihre Antworten zur Bearbeitung einreichen? Antworten verarbeiten. Prüfung aufgeben? Nein, 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 nein. Antworten verarbeiten. Ergebnisse anzeigen. Ergebnisse bearbeitet. Das ging ja mal schnell. Glückwunsch! Abgeschlossen. Anscheinend sind Sie geeignet, unser neuer leitender Angestellter zu werden. Begeben Sie sich bitte zur Personalabteilung, um Ihren Ausweis für leitende Angestellte der Firma Hornwright zu erhalten. Okay, jetzt bekommen wir den Ausweis. Also Glückwunsch! Sie haben 5 von 5 Fragen richtig beantwortet. Sie haben bestanden. Zurück zum Hauptmenü. Nein. Und, bekommen wir das hier raus? Nein, leider nicht. Moment. Ach, hier. Habe ich gar nicht gesehen. ID-Kartendrucker. Aktivieren. Leitender Angestellter festgestellt. Ausweis ausgegeben. Haben wir. Haha. Jetzt kommen wir nach oben in die Führungsetage endlich. Hier hat aber auch jemand gearbeitet, der nicht mehr so gut laufen konnte wahrscheinlich. Erkunde das obere Stockwerk des Gebäudes, um Informationen über die Hauptader zu erhalten. Jawohl, das machen wir in der nächsten Folge. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch, auch für euch, von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.